Vielleicht habe ich mich wirklich wie ein Idiot benommen. Ich habe mich bis über die Ohren verschuldet. Sehr viel Geld, genauer gesagt. Alles, was ich besitze, bei Dieter Glanz angelegt. Aber die Gewinnmöglichkeiten, die er verspricht, sind wirklich immens. 1300%. Das 13-fache. Bei meinen Eltern habe ich mir Geld geliehen. Bei meinen Freunden, Arbeitskollegen. Aber Leute ganz anderen Kalibers vertrauten Glanz doch auch. Erfahrene Kaufleute, Banker haben Millionen bei ihm investiert. Abermillionen. Auch als sich Glanz plötzlich nach Südafrika abgesetzt hatte. Alle waren überzeugt, was der anfasst, wird zu Gold. Der neue König Midas. An dem Tag, als die versprochenen Gewinne ausbezahlt werden sollten, hatte Leon Grünlich plötzlich ein Konkursverfahren gegen Glanz in Gang gesetzt. Das Geld war blockiert. Auch als ich Grünlich überreden konnte, das Konkursverfahren vorübergehend auszusetzen, zahlte Glanz nicht aus. Angeblich war für die Bank das Zeitfenster zu eng. Ich muss jetzt eine Versicherung abschließen, weil Banken nicht das Risiko übernehmen, das Geld, das ich an euch auszahle, dann doch zur Konkursmasse. Ich habe erst verstanden. 700.000 hat er noch zur Verfügung. Ja. Fischer, er sagt, er hat nichts mehr flüssig. Irgendwas wird er doch wohl locker machen. Hast du recht, die Schuld von Herrn Glanz, dass er... Ich weiß, dass du Probleme hast, aber sieh zu, was du ermöglichen kannst. Sobald ich die Versicherung habe, wird ausbezahlt. Das schwöre ich dir. Beim Leben meiner Kinder. Beim Leben meiner Kinder. Kannst du wieder nicht schlafen? Die Beteiligung am eigentlichen Investment gibt's gar nicht mehr. Wir bringen alle nur noch Geld für Anwälte, Gerichte, irgendwelche Gebühren und weiß der Geier was auf. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich muss los. Ja. Ich habe immer noch keinen Bescheid von Dieter Glanz über den definitiven Auszahlungs... Ich wollte mit Ihnen über was ganz anderes sprechen. Kommen Sie. Wir möchten Ihnen ein Angebot machen. Nämlich, dass Sie künftig als freier Mitarbeiter für uns arbeiten. Wie? Aber ich bin doch fest angestellt. Sie haben sehr viele andere Interessen und in letzter Zeit eine Menge Termine versäumt. Also wenn Sie sich ohnehin kaum noch hier blicken lassen, ist es doch viel besser, wenn wir Sie von Ihren ganzen Verpflichtungen entbinden, damit Sie endlich mehr Zeit haben, sich um Ihre anderen Geschäfte zu kümmern. Sie wollen mich rauswerfen? Nein, das wollen wir eben nicht. Wir suchen nach einer neuen Form der Zusammenarbeit. 3-4 Freelance-Tage im Monat, an denen Sie als freier Mitarbeiter... Das ist doch ein Scheiß! Bitte! Machen Sie es nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. In letzter Zeit war Ihre Arbeit, naja, würde man sagen, nicht besonders ergiebig. Das wissen Sie ja wohl selbst. Das hätte locker für eine Abmahnung gereicht, aber ich möchte, dass wir das hier mit so viel Anstand wie möglich hinter uns bringen. Ihr könnt mich gar nicht feuern. Doch, können wir! Aber das wäre eine ziemlich hässliche Schlammschlacht und Sie würden garantiert nicht gut dabei aussehen. Dankeschön. Sagen Sie, ist das, weil Sie Angst haben, Ihr Geld zu verlieren, was Sie bei mir angelegt haben? Ach, wissen Sie, ich habe den Versprechungen des Staates geglaubt, habe fleißig Telekom-Aktien gekauft. Immer hieß es, der Staat steht dahinter. Mehr kann mich ein Dieter Glanz auch nicht bescheißen. Wenn das so weitergeht. Hallo?
mit einem Fahrstuhl, der runterfällt. Ich drücke auf alle Knöpfe, aber nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, wann er unten ankommt. Aber noch genügend Zeit, mich damit abzufinden. Womit abfinden? Dass Glanz ein Betrüger ist? Ein Betrüger? Wer 280 Millionen Euro Steuern nachzahlen soll für ein Jahr, der muss in dem Jahr doch ordentlich verdient haben, oder? Aber vielleicht geht es Ihnen ja darum. Weil Sie nicht wissen, wie Sie an ihn rankommen sollen. Darum muss jetzt einer den Verräter spielen. Verräter, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Das bin ich nicht. Freunde ans Schwärzen, das mache ich Glanz nicht. Glanz ist der Freund von niemandem. Das müssen Sie doch allmählich mal begriffen haben. Wir müssen wieder nach Deutschland zurück, Dieter. Hätten wir schon längst. Die Bank will mir den Hahn zudrehen. Banken? Verbrecherorganisation. Kannst du uns vorher nicht die offene Schmuckrechnung? Bitte, Dieter, wenigstens die. Die Firma, das Geschäft gehört seit Generationen meiner Familie. Wenn es mir jetzt weggenommen wird. Ich bin am Ende, Dieter. Bin am Ende. Kann nicht mehr. Mein Gott, was bist du für ein Waschlappen in einer Heulsuse mit einer unbezähmbaren Liebe für schwarze Menschenkind Alfie. Wirklich, das kenne ich gar nicht wieder. Ich kenne mich ja selbst kaum wieder. Glück hat jeder Esel. Nachhelfen muss man dem Glück. Notfalls ist Zwingen. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube an nichts so zuversichtlich wie an mich selbst. Jetzt habe ich's. Menschenskind, das ist die Idee. Das wird die Bank beruhigen. Natürlich. Und darauf müssen wir anstoßen. Kalenderspruch des Tages. Nur das Überraschende wird vom Erfolg gekrönt. Glanz kommt nach Hamburg, Papa. Habt ihr gehört? Jetzt heißt es auf einmal, spätestens in 8 Wochen wird ausbezahlt. Was ist hier los? Wir gehen. Was soll das heißen, wir gehen? Ich möchte mich von dir trennen, Andi. Ich möchte, dass wir uns trennen. Es ist aus. Ich weiß nicht, wie ich es dir anders sagen soll. Ich will nicht mehr mit dir zusammenwohnen, nicht unter diesen Umständen. Es ist aus. Aber die Umstände ändern sich doch gerade. Ich weiß, ich habe die ganzen letzten Monate... Ich kann es nicht mehr hören. Das ganze Gerede von den Millionen Gewinnen und dem sagenhaften Vermögen und die 1000 Begründungen, warum das Geld jetzt wieder nicht kommt. Es interessiert mich einfach nicht, verstehst du? Ich habe das schon viel zu lange mitgemacht. Glanz vorn und Glanz hinten. Was hat dieser Teufel bloß mit dir angestellt? Sabine, bitte! Weißt du denn gar nicht, wie er dich verändert hat? Ich kriege wahrscheinlich einen neuen Job. Ich habe heute vorgesprochen bei der Firma. Ich habe jemanden kennengelernt. Eigentlich kenne ich ihn schon eine ganze Weile, aber in letzter Zeit... Wer? Von wem sprichst du? Wo wollt ihr hinziehen? In das Haus von Dr. Reinhardt. Von seinem Chef? So ist es nun mal. Warum sagst du nichts? Beschimpf mich, sag irgendwas! Fickst du mit dem? Lässt du dich von ihm ficken? Ich will nichts hören. Ich liebe euch! Ich werde nicht zulassen, dass du mir meine Tochter wegnimmst! Merkst du denn nicht mal, dass sie nicht bei dir bleiben möchte? Ich will nicht hören! Ich will das nicht hören! Ziemlich viel Kropfzeug hier. Kleinanleger mit gerade mal 20.000 oder 30.000 Bipi. Für Sie hört sich das vielleicht wenig an. Aber viele von denen haben sich damit total verausgabt. Alles hergegeben, was sie bisher in ihrem Leben zusammengespart haben. Ja. Was schluckst du da? Beruhigen Sie denn. Hallo. Du hast uns da reingerissen. Du machst uns kaputt. Schweine. Ja, das klar ist. Nicht Glanz haben wir unser Geld gegeben. Die haben es gegeben. Und dann voll. Die haben es zurück. Halten Sie sich zurück! Herr Glanz hätte sich gefreut, Sie alle wiederzusehen. Aber wichtige Termine halten ihn leider in Kapstadt zurück. Jetzt reicht's! Aber
Er ist uns jetzt live von dort zugeschaltet. Hallo, Kapstadt. Seid ihr alle meinetwegen da? Ich liebe euch. Nehmt bitte Platz. Da kommt, Leute, nehmt Platz. Der Herr da neben mir, das ist Sigmar Oehlich. Die meisten von euch werden ihn ja schon kennen. Einer dieser großen, bedeutenden, einflussreichen Schweizer Treuhänder. Und was Herr Oehlich da in den Händen hält? Ein Gutachten von Professor Ziegler, einem der angesehensten Wirtschaftsprüfer Deutschlands, Herr Oehlich. Beide sind wir viel gereist in letzter Zeit. Jersey, London, Bahamas und haben bei den dortigen Banken völlig unabhängig voneinander Unterlagen überprüft. Beide kommen wir zum gleichen Ergebnis, dass nämlich Dieter Glanz über ein Gesamtvermögen von 3,8 Milliarden verfügt. Wie lange wird es jetzt noch dauern, bis Sie da Ihre Kunden ausbezahlen, Herr Glanz? 8 Wochen, also maximal. Menschenskinder, wie der Junge das hier aufzieht. Jetzt innerhalb der nächsten 8 Wochen dieses Investment zu auszahlen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Dieser Schlingel, was? Mehrfacher Milliardär. Ja. Allein die Direktübertragung via Satellit. Was das kostet. Aber der hat's ja. Der hat's. Perfekt. Und? Was sagen Sie denn dazu? Der Mann liefert Stoff für Schlagzeilen. Die Zeitungsfritzen sind ganz wild auf den Knaben. Gut, sieht das nicht aus. Für den Glanz. Für uns. Wir müssen endlich mal vorankommen. Die Presse hat sich ja regelrecht festgebissen an dem Kerl. Die südafrikanischen Behörden mauern. Und wegen Steuervergehen liefern die nicht aus. Sind Sie doch nicht so zimperlich. Drohen Sie einfach mit Kürzung der Entwicklungshilfe. Offiziell? Natürlich nicht so, dass ich nachher in der Presse zitiert werde. Das werden Sie doch wohl wissen, wie Sie das machen. Bloß nicht, dass wir kurz vor der Wahl wie die hilflosen Trottel dastehen, die gegen so einen Steuerflüchtling nichts auszurichten vermögen. Die kann mich mal. Lass mir doch nicht vom Politiker vorschreiben, wie ich zu ermitteln habe. Versucht ihr etwa die Arbeit der Staatsanwaltschaft zu beeinflussen? Auf keinen Fall, nein. Nur etwas Druck auszuüben. Also vielleicht... Ja. Fliege ich da mal runter nach Südafrika. Ich will mir nicht wieder vorwerfen lassen, im Fall Glanz wären wir untätig. Gut. Oder ich telefoniere ja dauernd mit den Ermittlungsbehörden da. Wir haben uns schon richtig angefreundet. Sie wollen selbst fliegen. Von wollen kann gar keine Rede sein. Ich komme ja fast um vor Arbeit hier. Aber wäre fast besser, wie? Dasselbe Ziel? Halte ich für ausgeschlossen. Aber wir sind aus demselben Anlass unterwegs. Dieter Glanz. Bloß wegen Steuervergehen liefert Südafrika nicht aus. Sie werden die Farbe des Himmels nicht ändern. Wird Herr Glanz nervös? Hat er Sie mit seiner Verteidigung beauftragt? Mit der Wahrnehmung seiner Interessen. Noch hat ihn niemand angeklagt. Was nicht ist, kann schnell werden. Mal was von dem Kaviar probieren? Habe ich Ihnen von da vorne mitgebracht. Danke, Nobel. Die südafrikanischen Kollegen geben mir endlich grünes Licht. Verzeihen werden Sie? Was aber ganz schnell auf Gelb umspringen kann. Glanz will demnächst auszahlen innerhalb der nächsten Wochen. Nicht gehört? Lecker. Was Sie haben, reicht doch alles nicht, um Dieter Glanz von der Speisekarte zu streichen. These feelings, love is hard so far away. You can be what you want, do not about you feel. Come on. So Prime Minister, love, I tell you, I'm just a step away. I have a right to be with you. What you want, to feel. All your dreams are just a step away. Ladies and gentlemen, the Cape Town Fashion Show. Let's have a very warm welcome for our models, Franzine, Nadja, Chloe, and Chantal. Join us outfits for the afternoon pool party, Franzine in heavenly blue, Nadja in exciting red, Chloe in gold, Chantal in a subtle salmon, a flowing cut, light as a sea breeze. This is unbelievable. Nice pronounce. Derek Morrell, der Premier Minister der West Cape Province, möchte Sie sprechen. Könnte helfen bei Staatsbürgerschaft hier.
I'll see you tomorrow. Alfie, altes Haus. Alles im Lot. Wie geht's dir? Gut. Habe ich dir so viel versprochen? Neuer Anwalt von mir, ich brauchte noch einen. Ich habe ja so wenig. Wunderschöne Idee von dir, zum Abschluss deine treuesten Kunden beschenken zu wollen. Wie gefällt dir die Kollektion? Alles in allem 687.000, reine Herstellungskosten. Da ist der Rabatt für dich schon abgezogen, Dieter. Kein Rabatt. Du weißt doch, Alfie, jeder soll kriegen, was er verdient. Ist das dringend? Tut mir leid, mein Lieber, aber ich muss mir noch mal ein bisschen Geld von dir borgen. Aber bitte, reg dich nicht auf. Ich bin doch gar nicht auf, Dieter. Das ist das allerletzte Mal. Ich verspreche es dir. Ich führe genau Buch. Du willst das zurück mit Zins und Zinseszins. Das weiß ich doch. Wie viel brauchst du denn? 800.000. Und der Schmuck? Plus dem Schmuck für 4 Wochen. Könnte ich meine Zusagen nicht einhalten? Mein Kopf liegt auf der Guillotine. Du weißt, dann bin ich tot. A dream in Korea. Note the artistic diamond application on the front. The dress is perfectly complemented by a light stole made from the same gossamer. Hem again in Osorio. A must be seen. The stole that Grace is presenting us here, together with a... Mein Gott, ist das schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Komm, erzähl. A marriage of contrast. Sabine hat mich verlassen. Wir waren eine glückliche Familie. Hey, du siehst toll aus. Danke. Aber das Kleid gehört mir nicht. Das führe ich nur vor. Ich habe nicht das Kleid gemeint. If you're prepared to make a donation, wenn Sie zu einer Spende bereit wären, würden Sie künftig in unserer Partei gute Freunde haben. Freunde, die Sie schützen und alles versuchen werden, Ihre Probleme zu lösen. Kommen Sie mal mit. Please join us. Here for the final. Each of our models presents her favorite ensemble. Now it's time for the models and me to say adieu. Have a wonderful evening and enjoy the balmy Cape Town night. Einer meiner größten Investoren. Bestimmt spendet Mr. Baumer Ihre Partei gern, na sagen wir mal, $100,000. Certainly, Mr. Baumer would like to donate to your party, let's say $100,000. Spürst du mein Herz klopfen? Es ist völlig irre, plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen. Solche Momente vergisst man wahrscheinlich nie in seinem Leben. Sir? Mensch, wo habe ich dich vermisst? Andy. Wenn du wüsstest, wie einsam ich mich hier manchmal fühle. Trotz der vielen Leute um dich herum? Sie sind dann nur hinter meinem Geld her. In Wirklichkeit sind das doch keine Freunde, hör mal. Aber du, du stehst zu mir. Du stehst hinter mir. Mein Gott, du siehst ganz beschissen aus. Grauenvoll, was ist denn los mit dir? Du solltest ein bisschen mehr Sorgfalt auf dein Äußeres verwenden, hörst du? Dieter, ich habe so viele Probleme, ich kann kaum noch atmen. Die Probleme kriegen wir in den Griff, dazu sind sie da. Es ist alles halb so wild, Andy, hör mal. Weißt du, du bist für mich wie ein Bruder. Wirklich, du bist für mich wie mein jüngerer Bruder. Du kommst nicht bloß hierher, um Geld abzukassieren. Oder? Dieter. Oder? Nein. Das siehst du. Komm, Andy, Mensch, komm. Machen wir mal ordentlich einen drauf wie damals, in den alten Zeiten. Na, komm. Ich krieg nichts mehr runter. Wenn das Geld da ist, können wir aber feiern. Andy. Da bin ich für jeden Quatsch zu haben. Aber bis Jutta, dahin... ich liebe ihn. In einer Woche ist er Multimillionär und zieht so eine Trauermine. Was sagt man denn dazu? Beträchtliches Sümmchen in der Schweiz. Ganz konservative Anlage. Sicherheit geht vor. Angeblich tüchtige Vermögensverwalter haben meine Unterschriften gefälscht. Nein. Ja, ist ja inzwischen bei Schweizer Banken so üblich. Was soll ich sagen? Das Geld ist futsch. Und ich kann nichts machen, weil es ja Schwarzgeld war. Hm? Ja, ich habe besteuert das Geld in der Schweiz. Tja, ist nun mal keine heile Welt heraus. Weiß Gott. Schauen Sie dir an. Alles Betrüger. Einer wie der andere. Auf solche Leute wirklich wie das Aas auf die Fliegen.
Heiner! Dieter! Mensch, du ausgekochtes, altes Fieselgesicht! Ha! Ja, freue mich, dich zu sehen. Mensch, hab dich vermisst. Ja. Das ist ja toll. Ah. Wenn du wüsstest, wie einsam ich mich hier manchmal fühle, Heiner. Aber du stehst zu mir und du stehst hinter mir. Kannst du dich drauf verlassen? Ja. Was hast du mir mitgebracht? Ja. Stellen Sie mir bitte einen Scheck aus über 250.000. Aber möglichst einen, der gedeckt ist. Ich leg noch was drauf, wenn Sie mir den deutschen Staatsanwalt vom Hals schaffen. Der ist nicht käuflich. Aber um Anklage wegen Betrugs zu heben, braucht er zweifelsfrei Beweise. Und ich bin Spezialist beim Streuen von Zweifeln. Der Staatsanwalt musste mir Akteneinsicht gewähren. Hier, die Vernehmungsprotokolle von allen, die Anzeige erstattet und später wieder zurückgezogen haben. Muss ich lesen. Tut mir leid. Ich habe schlimme Nachrichten für Sie. Ihre Mutter. Sie ist gestorben. Aber mein Mann war doch bei der Beerdigung in Deutschland. Das Allerschlimmste wissen Sie vermutlich noch nicht. Sie hat die gesamte Firma ihrem Bruder überschrieben. Interessant zu lesen, was du dem Staatsanwalt in Deutschland alles über mich erzählst, Evchen. So fällst du mir in den Rücken? Also für mich bist du jetzt in der untersten Schublade. Aber Dietrich, sie hat die Anzeige doch zurückgezogen. Ich dachte, wir sind eine Familie. Eine Familie von Weitsichtigen, Glücklichen, Erfolgreichen. Aber da gibt es welche, die haben einen Lottoschein mit 6 Richtigen in der Tasche und wissen es nicht zu schätzen. Die wissen es doch tatsächlich nicht zu schätzen. Dieter, bitte. Wir lieben dich. Alle lieben wir dich. Jeder von uns wäre froh, wenn er eine Kleinigkeit für dich tun könnte. Das nehme ich dir sogar ab, Gisa. Und ich vermute, dass du besonders froh wärst, wenn diese Kleinigkeit möglichst klein wäre. Komischer Vogel. Um die Mutter weint er mehr als um die Firma. Nein, komm, dann bin ich schon. Ich weiß doch, dass du momentan etwas klappen bist. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, wenn du die Hand festschließt, hast du nichts. Wenn du sie öffnest, gehört dir die Welt. Denkst du, ich weiß nicht, wie dir zumute ist, Andi? Meine Familie war arm. Weißt du, ich hatte den wundervollsten Vater der Welt. Wenn er mal nüchtern war. Ich wollte ihm ein einfaches Leben führen. Aber ich bin nun mal Opfer des gewaltigen Vertrauens, das mir jedermann entgegenbringt. Na, scharf auf die Kleine. Sie ist hübsch, hm? Ja, sehr hübsch, aber... Was aber? Wer weiß, vielleicht ist sie auf mich angesetzt, um mich zu bespitzen. Nadja? Das glaubst du doch selbst nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Oh, mein Gott, ich habe dich so vermisst. Lieber, lieber Freund, weißt du was, ich hole uns was zu trinken. Na, was hat denn meine hübsche Frau für den Rest des Abends? Nur langweiliges, wie üblich. Ich habe sie in der Diskothek kennengelernt. Nie vorher habe ich eine Frau getroffen, die auch nur annähernd ihre Klasse hatte. Tja, sie war der lebendige Beweis zu was Wundervollem naturfähig ist. Sie studierte. Aber am liebsten lag sie schon damals auf der faulen Haut, während die Menschen um sie herum sich mit irgendwas beschäftigten. Sie haben mich gefragt, was ich vom Beruf bin. Ich sagte, Vermögensverwalter. Ich konnte nicht eingestehen, dass ich nur Gerichtsvollzieher war. Gerichtsvollzieher? Eigentlich Gerichtsvollzieher-Gehilfe. Ja, es waren Spende. Aber weißt du was, es war herrlich. Plötzlich war ich wer. Plötzlich spürte ich Respekt und Anerkennung. Die Anerkennung, die jeder Mensch braucht. Die ich in meinem Leben bis dahin nicht erfahren hatte. In der Schule bin ich immer nur gehänselt worden.
Keine anständigen Klamotten, kein Geld für Klassenfahrten. Meine Eltern haben nichts. Dann haben sie mich gedemütigt, meine reichen Mitschüler. Irgendwann hat mir Glorias Familie Geld anvertraut. Mach was draus. Investier, fahr eine gute Ernte ein. Ich tat's. Ich hab's getan. Fassen Sie mich nicht an. Fassen Sie mich nicht an. Kinder, hört mal auf. Ich hab ein Projekt für uns. Hört mal zu. Unter der Idee liegt Öl. Er hat mir einen Haufen Geld gegeben. Wie viel? Nur eine Anzahlung. Morgen soll ganz ausbezahlt werden. Weißt du? Wenn er so vor mir steht, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich hinter seinem Rücken mit dem Staatsanwalt... Dem uns das angetan hat? Ins Unglück hat dieses Dreckschwein uns geritten. Was hat er nicht alles versprochen? Beim Leben seiner Kinder. Einen Sonnenstich holst. Vermutlich habe ich den längst. Dieter möchte, dass ich ihn etwas bewege. Dir scheint es ja richtig gut zu gehen hier. Oh ja. Auch mal probieren? Ich bin noch nie geritten. Jeder fängt mal an. Du musst mich aber gut festhalten. Eins, zwei, drei! Oh! Hin! Ich hab gar nicht gewusst, wie hoch Pferde sind und wie breit. Jetzt krieg ich die Beine gar nicht so weit auseinander. Frauen sind da geübter. Na, Nadja. Na, Nadja, halt, stopp, nicht so schnell. Aua. Du hast mich nicht festgehalten. Für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein. Oder, naja, mach mal einen Vorschlag. Kann ja wohl nicht Spaß machen! Aber die ganzen Dinger! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's wirklich. Jetzt ist wirklich Ende der Fahnenstange! Was ist denn? Sagen Sie bloß, es wird schon wieder nicht ausbezahlt. Ja, heute noch nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht, jedenfalls heute noch nicht. Warum stellt ihn niemand zur Rede? Warum wagt das keiner? Alle haben die Angst und kriechen vor dem Glanz wie die Würmer. Oh, bitte, ja, niemand kriecht hier, ja. Wenn Sie ihn mit eurer Majestät ansprechen, Heine, dann nenne ich das Kriechen. Komm, Schatz. Wenn der Drecksgeil weiterhin Sperenz macht, dann rüber, zack. Ausbluten lasse ich den, wie die Juden frisch geschlachtet ist. Ah, da ist er, ja. Das kann doch nicht wahr sein, Dieter. Ich kann ja verstehen, dass ihr jetzt enttäuscht seid, aber bitte versetzt euch doch mal in meine Lage. Hatten wir denn feste Zusage oder nicht? Ja, auf manche Dinge hat man halt keinen Einfluss. Wollt ihr einen Kaffee? Was ist los, Dieter? Willst du uns verscheißern? Niemand will euch verscheißern. Was ist das überhaupt für ein Vokabular? Wir haben eine Pechsträhne, Probleme mit der Steuer. Einkommensteuer muss bezahlt werden. 3 Millionen. 3 Millionen? Ich kann nicht mehr. Mach keine Sachen, Dieter. Bist du etwa krank? Macht euch doch nicht gleich in die Hosen. Dann kriegt ihr euer Geld eben ein paar Tage später. Das ist doch nicht so schlimm. Dieter, ich sag dir eins. Was ist überhaupt los mit euch? Ich denke, wir sind Freunde. Also wenn ihr erlaubt, möchte ich jetzt gerne mit meiner Frau zu Ende frühstücken. Oder ist das zu viel verlangt? Liebst du dich denn reinhauen, du verlogener Lumpen? Schalte deines Lebens bloß nicht, dass ich das... Das ist der Grauer Wacken! Mich an ein Auto des Grillens, Mann, da bist du angehaut! Es tut mir leid. Habe ich Ihnen nicht vorausgesagt? Wie lange wollen Sie sich noch für dumm verkaufen lassen? Können wir uns treffen? Ja, gern. Wann? Gegen heute Nachmittag. Wo? Da, das ist er. Das ist er, der Wohnblock. Das ist großartig. Schau mal, unverbaubarer Mehrblick können wir haben. Das und das da drüben. 8 Millionen Dollar. Das ist ein Schnäppchen, ja? Unter Brüdern sind die mindestens 20 Millionen wert. Wir müssen schnell entscheiden. Mensch, uns Kinder, wirklich, das ist ein Bombengeschäft. Das können wir uns doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Ah!
Mit meinen Freunden im Bunde bin ich unangreifbar. Ich stelle Energie mich nicht auf. Versalzen Sie dem Schweinehund endlich die Suppe. Wie denn? Erstatten Sie Betrugsanzeige. Bei Ihnen? Nein. Bei den südafrikanischen Behörden. Ich kann Ihnen Amtshilfe leisten. Und was passiert dann? Ich meine, ich erstatte Anzeige und dann? Glanz schmiert die Polizei, das weiß ich. Also gibt es eine Möglichkeit, ihn zu zwingen, dass er das rausrückt, was ich bei ihm angelegt habe? Können Sie mir wenigstens garantieren, dass... Hello, Joe. Please come tonight. Please come tonight. Hello. Hello, Joe. I'll wait for you. Seconds, all hours, all time. Can you hear me calling you? Birds dancing high before of love they die. Can you hear me calling you? Irgendwas los mit dir? Nein, wieso? Du wirkst so bedrückt. Hast du was zu beichten? Nein. Nein? Doch. Also doch. Und wenn du was zu beichten hast, spuck's aus. Ja, ja. Dieter Glanz hat seine Augen überall. Na, dann lege ich die silbernen Löffel wohl doch besser zurück, was? Silberlöffel können Sie behalten. Oh, danke. Na gut, plus der Rechnung heute Abend. Erhöht alles deinen Anteil am großen Kuchenbrötchen. Wiedersehen. Wiedersehen. Merkst du nicht, wer dich immer weiter in seine Geschäfte mit reinzieht? Ja, und? Kann uns denn was Besseres passieren? Nur mach uns, Sweetheart, schnell! Nein! 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 Komm mal zu! Komm mal zu! Die Tür zu! Los! Vater! 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 Komm mit auf! Da seht ihr's! Ich kann niemandem mehr trauen! Keine Ahnung, wer da heute Abend hintersteckte. Lisa, hör mal auf. Vermutlich sind irgendwelche Anleger nervös geworden und haben ihre Anteile an die Mafia verkauft. Das weiß ich. Oder steckt einer von euch dahinter? Es ist euch doch klar, wenn mir was zustößt, ist das Investment futsch. Und ihr guckt alle in die Röhre. Herr Dieter, du musst unbedingt das Sicherheitspersonal aufstocken. Ja. Ja, klar. Hajo, das kostet aber alles wieder. Hier, 300.000. Komm, zähl nach, wenn du willst. 300.000, das reicht aber nicht. Leon, endlich. Den ganzen Tag habe ich dich gestern versucht anzurufen. Ja, ich hatte viel um die Ohren. War dauernd unterwegs. Aber du bist nicht zufällig in Kapstadt? Kommst du denn da drauf? Weil ich dich gesehen habe. Ich kapiere nicht, Leon, warum du... Brauchst nichts zu kapieren. Jetzt hör mir mal zu. Mir ist einfach nicht mal wohl dabei, halt, wenn ich... Kabel. Und tu, wofür ich dich zahle. Ich bin gern hier. Ich werde gern Mitglied der Familie behandelt. Doch, keine Scheiße. Was redest du eigentlich für eine Scheiße? Ein Anruf bei Dieter Glanz und das ist aus mit der Idylle. Verstehst du das? Also mach deine Arbeit. Sind Sie gründlich? Hey. Danke. Ja? Wo steckst du denn? Wir haben Probleme, ein Riesenschlamassel.
Angeblich wurden Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt. Papa möchte, dass die Revision sich jetzt sämtliche Firmen von uns vornimmt. Bei dir fangen sie am Montag an. Hast du gehört, Leon? Ja. Warum lügen Menschen? Kannst du mir das verraten, Dieter? Um mehr aus sich zu machen. Um Fehler zu vertuschen, weil sie der Wirklichkeit davonlaufen. Aber manchmal lügen sie so granatenmäßig, dass sich ihr ganzes Leben verändert. Plötzlich begreifen, dass sie nicht mehr zurück können. Auch wenn sie alles dafür hergeben würden. Du siehst aus wie gewässerter Hering. Echt? Ja. Aber du magst Hering. Dieter Glanz is a popular and well-known philanthropist in Cape Town. Dieter Glanz ist als Wohltäter in Kapstadt bekannt und entsprechend beliebt. 300 Rand kostet eine Eintrittskarte für die Veranstaltung des Präsidenten zugunsten der Kinder in den Townships. 1000 Tickets hat Mr. Glanz soeben erworben. Gib, auf das dir gegeben wird. Das ist mein Motto. Staatsanwalt Dr. Sasse, ja, und Frau Glanz. Aber das weiß nicht du. Wir kennen uns. Ich kenne Sie. Bilde ich mir zumindest ein. Aber ich würde gerne herausfinden, wer Sie in Wahrheit sind, Herr Glanz. Was ist denn das für ein Clown? In Wahrheit? Ich bin kein Millionär. Ich bin kein Milliardär. Ich bin bloß ein unternehmungslustiger Mann, der mit seiner Frau jetzt zu diesem Empfang möchte. Also nehmen Sie mich in Haft oder geben Sie den Weg frei, Herr Oberstaatsanwalt. Was ist denn auf einmal los mit dir? Du willst dich doch nicht etwa mit Dieter anlegen. Was ist besser? Verhungern? Stehlen? Ich bin sicher, dass es jetzt mit der Auszahlung bald losgeht. Ich habe gesehen, wie Grünlich schon viel Geld gekriegt hat. Grünlich? Leon, hallo. Herr Grünlich. Scharfe Nummer. Deine Frau, ich muss stolz auf sie sein. Pass nur auf, dass sich nicht bald jemand anders mit ihr vergnügt. Da drüben, der deutsche Staatsanwalt, da will sie an die Eier. Der ermittelt gegen dich. Er winkt von mir meine Freunde hier und der ermittelt gar nichts mehr. Alle Kerle hier sind scharf auf sie. Sasa?
Was könnten Sie für ein Problem haben? Ich leide nun mal unter Existenzängste und das ist mein Schwachpunkt. Eine so aufregende Frau wie Sie braucht schon keine Sorgen zu machen. Maybe your love. Bist du im Bett so gut, wie du aussiehst? Die Frage gefällt mir nicht, Leon. Fällt dir nicht. Kindische Spielchen langweilen mich. Schade. So schnell langweilen sie mich, Leon. Das ist wirklich sehr enttäuschend.